Mein Name ist Uwe Plenzke, ich bin seit 1992 in der Oberlin-Schule. Ich habe begonnen als Sonderschullehrer, Musiklehrer und Logopäde. Und seit 2003 bin ich Geschäftsführer und Schulleiter. Und das sind jetzt 20 Jahre. Der größte Meilenstein war wirklich der Bau unserer Schule. Das ist ja schon eine Aufgabe, die seit Jahrzehnten dem Oberlin-Haus und der Stadt Potsdam am Herzen lagen. Und uns ist es gelungen, in diesen 20 Jahren diesen farbenfrohen Schulneubau zu erstellen, zu errichten und das denkmalgeschützte Altbau zu sanieren. Die Kreidezeit ist vorbei. Wir haben jetzt überall Smartboards und MX-Geräte und Legamaster, neue Geräte. Die Schüler haben Tablets und die Kolleginnen und Kollegen sind immens dabei, Apps und andere Software entsprechend einzusetzen. Und es gibt eine enorme Lerndimension bei den Schülerinnen und Schülern. Förderschulen hatten in den vergangenen Jahren manchmal keinen leichten Stand. Dass Inklusion sich entwickelt, ist hervorragend. Aber Förderschulen mit der hohen Professionalität brauchen wir weiter. Das merkt man auch an unseren Schüleranfragen. Und ich wünsche mir tatsächlich mal einen Bildungsgipfel, wo alles miteinander mal bewertet wird und neu betrachtet wird.